In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gango hören» rede ich mit Phil Bucher über das Fotografieren, wie man eine Kleiderbrand macht und hat und zusammen. «Gango hören». Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gango hören». Den Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblings-Podcast-App oder mit Bild und Ton auf YouTube. Wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass wir heute wieder digital unterwegs sind, den Podcast remote aufzeichnet und vis-à-vis von mir im virtuellen Raum sitzt ein Gast. Ciao, wer bist du? Hallo zusammen, ich bin der Phil Bucher. Ich bin Designer, Fotograf und bin zum Influencer. Was du genau machst, das hören wir nachher noch ziemlich ausführlich. Aber bevor wir dort hinkommen, fangen wir an diesem Podcast wie alle anderen Podcasts mit der Kategorie «Was schaust du an?», wo es darum geht, dass uns unsere Gäste einen Tipp mitbringen. Im kulturellen Bereich hast du etwas mitgebracht? Ja, also es ist ein Klassiker, den ich eigentlich immer wieder schaue. Und das ist der Big Lebowski. Der Dude. Der Kerl ist einfach easy drauf. Mhm. Der ist so, wie er ist. Und ich glaube, momentan gibt es ein paar mehr Dudes und Dudettes draussen, wenn wir alle ein bisschen in dieser Situation sind, mit dem Morgenmantel und ein bisschen sein. Genau. Trifft auf dich aber wahrscheinlich weniger zu, weil du bist ja viel unterwegs im Schnee, oder? Yes, definitiv bin ich viel draussen momentan, aber der Dude ist einfach so, wie er ist und geht sich so und schießt eigentlich auf alle anderen, was sie von ihm denken. Das finde ich recht cool. Dein Lieblingsfilm, wie oft schaust du den pro Jahr? Sicher 3-4 Mal. Wir haben gerade letzte Woche im Atelier eine Diskussion über den Big Lebowski, weil unsere Praktikantin Michelle den noch nie gesehen hat. Und Jonas und ich konnten das nicht verstehen, dass man den noch nicht gesehen hat. Aber es ist auch noch ein bisschen jünger. Vielleicht ist das ein Film, wo mittlerweile die Jüngeren, die noch jünger sind als wir, vielleicht gar nicht mehr können. Ist dir das auch schon aufgefallen? Yes, definitiv. Aber wir reden ja gleich immer wieder von ihm. Oder mein Businesspartner hat zum Beispiel den Klingelton drin vom Film. Und er hat auch extrem gern. Und der wird halt immer wieder diskutiert. Und dann merken wir zusammen auch, dass gewisse. Sorry, what? Was ist das für ein Film? Genau. Ich habe gehört, es soll einen Spin-off-Film oder eine Serie echt geben. Und zwar über, wie heisst der Dude mit den langen Haaren beim Bowling spielen? Nennt sich Jesus? Oder nennt er? Ja, yeah, der Jesus. Der Jesus. Ich habe gehört, über den soll es eine Spin-off-Serie oder einen Film geben. Fällt mir jetzt auch noch gut. Okay, noch nicht mehr bekommen. Also. Ich bin auch gleich im Wallis daheim, gell? Schon immer ein bisschen in den Bergen. Genau, geht ein bisschen länger. Yes. Schön, bist du dabei. Jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich kenne dich sowieso nicht, aber ich habe nicht gewusst, dass es dich gibt. Bis vor kurzem, wo ich einen Aufruf gemacht habe auf Instagram, wer müsste mir unbedingt mal in diesen Podcast einladen. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, wer. Ich glaube, es war Noel Bellotto, der aber gesagt hat, der Phil Bucher, den müsst ihr mal einladen. Er ist auch Fotograf, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Und er folgt dir wahrscheinlich oder findet deine Arbeit mega cool. Auf jeden Fall bist du empfohlen worden für den Podcast. Okay. Cool. Jetzt für mich und alle anderen, die nicht so Auskunft wissen über dich, was machst du? Genau. Also eigentlich bin ich ja Luzerner. Das ist schon mal, vielleicht habe ich gedacht, von dort. Ich habe eine Kleiderbrand. Da kenne ich eigentlich wahrscheinlich die Luzerner noch, die ältere Garde, das ist Nim Closing. Und das hat wirklich die ganzen Anfänge in Luzern gehabt, in der Stadt alles. Und da habe ich immer noch. Ich bin aber in Brick seit 7 Jahren jetzt, wohne ich hier fix. Und habe hier mit meinem Geschäftspartner, mit dem Jure Kruppen, ich hocke jetzt gerade bei uns, also wir bei einem Bürotisch, wir sind hier zumindest in Brick innen. Das ist mein eine Baby. Viel Herzblut, immer noch. Kann ich dir sicher nachher noch ein bisschen erzählen. Dann hat sich das ergeben, dass ich irgendwann mal Lust bekommen habe, mir eine Kamera zuzutun. Wir hatten natürlich Shootings, wo ich Fotografen und Kollegen
natürlich denen zugeschaut habe und was geht ab. Und mich hat es einfach so ein bisschen interessiert. Ich habe auch immer die ganzen grafischen Sachen gemacht bei uns. Mhm. Und dann hast du natürlich die Fotos bekommen, dann hast du gelayoutet und das, hat, das ist irgendwie ein Zusammenspiel. Und habe dann noch ein Fotos, weil die wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen näher drauf reden. Aber das ist auch die Einladung dann gekommen über das Fotos. Und die ganze Plattform habe ich am Anfang aber noch nicht so wahrgenommen mit dem Social Media. Ich bin doch schon über 40. Also nicht, dass es heisst, wir machen das nicht, aber ich habe dort am Anfang das überhaupt, das hat mich gar nicht so interessiert. Wenn ich jetzt zurückgehe, ist dann aber irgendwann doch ein bisschen ein Thema geworden natürlich, auch mit dem Brand. Und hat dann dort ein bisschen Gas gegeben. Mhm. Und das ist für mich natürlich jetzt eine Plattform, definitiv. Oder? Wo ich mich kann zeigen kann, wo ich glaube nicht so hätte können, wenn es das nicht hat. Also ja, ich wüsste nicht genau wie. Also, es bräuchte sicher mehr Zeit. Mhm. Oder ich habe, glaube ich, in relativ kurzer Zeit relativ im Fotobereich jetzt viel können machen und Aufträge bekommen, die richtig, richtig cool sind. Oder mich einfach präsentieren können. Und du denkst, die Aufträge sind auch tatsächlich, also du merkst, dass eine Plattform wie Instagram für dich ein Booster ist? Ja, also muss ich natürlich schon sagen, ich war schon eine rechte Wildsau gewesen. Oder vielleicht immer noch ab und zu draußen mit Leuten kennenlernen. Jahrelang an Partys in Luzern, überall hat mich, bin ich halt immer am Start gewesen. Mhm. Nachher habe ich in der Snowboard-Szene recht lang gearbeitet. Mit vielen Brands zu tun gehabt, mit vielen, wirklich vielen, vielen Leuten kennengelernt. Und ich glaube schon auch, dass das natürlich in erster Linie draußen Verknüpfungen macht, schlussendlich. Aber zeigen, dass sie das überhaupt gesehen und aufmerksam worden sind alle. Das sind das ist Social Media gewesen, definitiv nachher. Mhm. Genau. Also du hast einerseits die Kleider, der Brand und fotografieren und mit dem verdienst du deine Brötli. Genau. Also hauptsächlich grundsätzlich mit diesen zwei Sachen. Genau. Mhm. Wenn man jetzt nicht gerade auf Instagram ist, weil man ganz konzentriert den Podcast zulässt. Wie beschreibst du deinen Fotografiestil? Jemandem? Wie ich das beschreibe? Damit man sich jetzt ein Bild machen kann von dem inneren Auge. Also ich muss dich schon den Stil erklären, auch, weil das finde ich extrem interessant. Aber jetzt kommt wieder mein Geschäftspartner ins Spiel, der Juri, wo man dazumal gesagt hat, wir sind immer draußen gewesen am Freiriden, schon auch dort und einfach das Zeug erkunden und er ist ja eh von hier. Und er hat immer gesagt, Fippi, okay, du hast jetzt eine Kamera und so, aber wir gehen snowboarden, wir gehen nicht fotografieren. Was ist passiert? Ich habe meine Kamera die ganze Zeit draußen gehabt. Am Anfang noch einfach umgehangen mit dem Gurt. Und durch das sind natürlich noch Fotos entstanden, wo jemand, wo den Rucksack gepackt hat und die Kamera drin, die sagt, hey, ich muss schnell warten, bis sie durchlaufen. Das war mein Foto schon passiert. Mhm. Das hat mich auch geflasht. Und das hat mich nachher auch, das hat sich bei uns gewesen. Wir sind schnell unterwegs gewesen und es ist einfach etwas gegangen natürlich eben, weil es ist eigentlich ein Snowboarden gewesen, nicht das Fotografieren. Mhm. Aber ich habe die ganze Zeit Fotos gemacht von dem. Logisch, wenn man irgendwo schnell da oben war, hat man ja natürlich die Aussicht genossen, dann habe ich auch Fotos geschossen. Aber ich habe das einfach immer parat gehabt. Das hat irgendwie hat das bei mir nachher einen Stil gegeben, der nachher verknüpft wurde, wenn mich Leute da gesehen haben und gesagt haben, shit, du, die Kamera, hast du die? Ich sage, ja, die ganze Zeit draußen. Aber eben wegen dem passieren die Bilder zum Großteil, die dann eigentlich, wo ich nicht stellen muss, in dem Sinn. Mhm. Also ich habe auch ein Beispiel gehabt, wo wir auf dem Simplon bin ich mit dem alten Kollegen auf einer Tour gewesen, sind wir zurückgekommen. Dort oben ist ein Militär unterwegs unter der Woche. Und da sind die gerade so, die Panzer sind so in der Stellung gewesen. Und wir mussten dann vorbei müssen. Und da ist er gelaufen vor mir, etwa 5-6 Meter. Hat es aber noch nicht ganz gerafft. Also, dass er ja mich mit der Kamera hin hat. Mhm. Ich habe die Fotos schon gemacht von ihm, wie er reinläuft. Und dann dreht er sich um. Und macht so, weißt du, so, vor dem Panzer so Pose. Mhm. Und ich habe ihm dann noch gesagt, das Foto, das ich wollte, habe ich schon lange gemacht. Das, was einfach passiert, oder? Das hat mich auch geflasht, dass ich den Moment verwünschen kann, ohne dass ich muss, die Leute noch mal
Also wenn du jetzt sagst, oh, jetzt müssen wir nochmal, warte schon hier vorne, hier beim Wanderweg. Ich muss schnell, laufe ich nochmal durch. Das mache ich an einem Shooting, logisch. Wenn du die Leute dabei hast. Aber sonst ist das recht cool. Und nachher habe ich natürlich einfach das ganze Material immer dabei. Wirklich immer. Also ich gehe auf die ganzen 4000er Touren. Wenn ich das bin, dann ist der Rucksack am Rücken. Und ich habe mich auch schon so extrem daran gewöhnt. Sie nennen mich Sie nennen mich Jetpack Phil, weil er aussieht wie ein, was würde ich gerade abheben? Aha. Das ist ein riesen Viech. Sie hat mich auch schon gefragt, wo ich mal so raufgekommen bin. Das war so eine riesige Tour gewesen. Also, um nur in die Hütte zu kommen, sind wir 9 Stunden unterwegs gewesen. Da komme ich dort um eine Ecke bei dieser Berghütte an. Da fragt er mich so, shit, Alter, hast du den Rollkoffer dabei? Also, aber ich habe mich daran gewöhnt. Und es ist so, die Kamera ist jetzt immer draus, immer draus. Ich habe auch, dort ist dann das losgegangen mit dem immer dabei haben. Und mich hat es natürlich auch umgerührt. Die Kamera draus, gell? Bei einem Lift runtergekommen, habe vorne so den Schnee rausgenommen. Weisst du, in die Schutzhaube rein. Und die Leute, du bist nicht ganz bot. Ich sage, Mann, das ist das einfach brauchen. Und ich glaube, das hat schon extrem viel dazu beigetragen. Dass man den einen Teil und den anderen Teil, dass wir halt zusammen rausgegangen sind. Oder relativ, also nein, nicht relativ, wir sind extrem viel draußen und ich das Zeug immer dabei habe. Und dann habe ich herausgefunden, dass ich das auch verteile, eben bei hier im Wallis. Und nachher, wenn ich von den Wallisen selber nachher so gefragt wurde, shit, wo bist du wieder gewesen? Dann habe ich gewusst, ich bringe etwas Spezielles heim. Weißt du, ins Tal. Also einfach so, dann habe ich gemerkt, da kannst du die Leute packen. Und da hat es mich natürlich immer mehr auf interessieren. Und dann, da sind natürlich auch viele Sachen drin, wo man muss ein bisschen Glück haben, Leute können. Eben, da haben andere Fotografen. Also der eine, der Jean Luzerni, der Tino, der Scherer, also nicht, ob er den kennt, der hat dann gesagt, hey Fippi, du bist nicht ganz putzt, wie du unterwegs bist mit der Kamera. Das ist crazy, das ist huere geil. Also der hat es mir richtig gemerkt. Der hat gesagt, hey, wir müssen mal schauen, vielleicht bringen wir da irgendetwas hin mit der Unterstützung, weil ich habe halt dort dazu mal, also nicht, das musst die beste Kamera haben, aber die beste Kamera macht nicht bessere Bilder als die schlechter. Schlecht ist. Das ist noch so ein Ding. Aber einfach, wenn du ein Material hast, wo natürlich kannst, im Regen stehen kannst, oder eben ich, wo immer draußen bin. Und dann habe ich das, dann ich mit Olympus ein Meeting haben. Olympus. Und die hat mir dann wirklich auch ein Budget gegeben für Kameras. Und das ist natürlich auch nochmal ein grosser Schritt. Ich hätte mir das gar nicht können leisten können. Dazu mal sowieso nicht. Und da habe ich von denen Material bekommen. Und die es können, die haben einen Micro Four Third Sensor drin. Das ist eigentlich auch so gross wie ein Full Frame. Und dort kommt natürlich die Geschichte wieder so mit dem, momentan sind alle Full Frame, das ist wie Formel 1, sage ich mal so ein bisschen. Also Leute, die mich dann fragen, wie kannst du nur mit Micro Four Third fotografieren und Full Frame ist der weiss nicht was. Und ich sage halt immer, der erste Mal, ich habe noch nie ein Problem gehabt. Oder? Wenn es dunkler wird, hast du von der Lichtstärke natürlich, vom Sensor, wenn er grösser ist, dann kann man darüber diskutieren, also das stimmt auch. Aber für die Sachen, die ich brauche, und wenn ich zu Berg gehe, dann habe ich mein Teleobjektiv, das ist so gross. Du musst die Hände ein bisschen höher haben, jetzt gesehen. Pardon, das ist so gross, mein Tele. Habe ich den Kreif, warte schon. Ich muss zeigen. Voilà. Das ist ein 80-300er, das da. Oder? Und wenn man Vollformat geht, hast du so ein Rohr. Das ist doppelt so lang, ja. Ja, und vorne so. Oder? Und das Ding war immer so, ich bin ja zufällig auf sie gestoßen und ich darf aber Bilder heimbringen, wo ich sage, shit, ey, wenn ich Fullframe dabei hätte, würde ich das da nie mitnehmen. Mhm. Du kannst einfach Rucksack packen. Nachher sagst du, ja, nehme ich die 2,5 Kilo. Nein, vergiss es eh nicht, oder? Ja, vor allem nicht, wenn du 9 Stunden musst auf den Berg hochlaufen. Oder 4, oder das ist gleich, oder du merkst es einfach. Und bei mir ist es immer, ich habe das so 99 gesagt, ja, vielleicht habe ich gerade ganz, ganz böse Sachen und weiss heute nicht. Eigentlich das dabei. Das ist keine Frage, oder? Weil ich weiss, ich kann dort Sachen rausholen. Und das tut auch wieder ein Fotostil beeinträchtigen, denke ich, was ist möglich, wenn ich dann dort hocke? Was bringe ich hin? Und ich bin auch einer, der sehr gerne das Ganze einfach framet und dann fotelt.
Und ich muss den eigentlich auch liefern, habe ich jetzt herausgefunden, weil ich habe natürlich einen kleineren Sensor, weniger Pixel, wenn es da wieder um die Formel 1 Schlacht geht, wäre ich schneller und besser. Ja, schneller und besser. Und die kommt ja nachher darauf an, die haben ja nachher natürlich, wenn die Vollformat jetzt haben, mit weiss nicht wie viel Pixel, dann könnt ihr das Bild etwa 7-mal abbrechen. Dann sind sie auf der gleichen Bildgröße wie ich hier, oder? Mhm. Das könnt ihr schon, aber mein Ziel ist nicht daheim, den Bildausschnitt aussuchen. Dein Ziel ist den schon zu wählen in Cam. Der muss halt sitzen. Mhm. Oder? Aber das ist auch die Herausforderung wieder, das finde ich geil. Und ich habe wirklich nie ein Problem, ich kann auch jetzt letztes Jahr, ich darf jetzt wieder für den Schweizer Wanderweg darf ich die Bildwelt neu gestalten. Mhm. Ich habe nie ein Problem gehabt mit irgendetwas, weißt du, das sind auch Profikameras sowieso, oder? Aber es ist immer noch lustig draussen, wenn du halt jetzt so im Gespräch bist. Aber für mich ist es irgendwie interessant, weil ich bin so ein bisschen der einsame Wüter irgendwo mit Micro Four Third, weil alle nicht böse, ich meine, Sony macht, wenn ich meine, mit so schnell mit den Brands, aber Sony macht alles dann. Alles. Sony macht einen brutal geilen Job. Das ist nicht etwa. Ich habe jetzt gerade wieder verfolgt, ich habe eine neue Kamera rausgekommen. Das ist wirklich, was die alles kann, das ist eben Formel 1 auf höchster Klasse. Mhm. Die haben jetzt den Bolide, der in der Pole Position wird fahren. Aber die Frage ist, wollte ich das? Ich gehe lieber. Das mache ich gut zuschauen, wenn das Rennen ist. Aber ich fahre vielleicht mit einem Elektrovelo, dann zum Fotos machen. Weil mir das nicht wichtig ist. Ja. Oder? Also auf einem gewissen Level schon, dass ich weiss, ich kann vertrauen in das Ding. Das Ding liefert. Es ist wirklich auch Top-Material, nicht etwa. Also sowieso, das ist wirklich eigentlich der Füllblut-Wahnsinn, was die alles kann. Die Kameras, das Material, das ich habe. Aber mir ist einfach das andere wichtiger, das können mitzunehmen und nicht zu viel diskutieren über wie viele Pixel hast du, sondern lieber, hey, geh mal ein bisschen Fotos draussen und habt Spass. Nehmt das Ding mit. Genau. Pardon, jetzt bin ich gerade ein bisschen ausgeschweift. Ist völlig okay, ist super. Wenn wir gerade noch beim Nerd-Talk sind, du hast gesagt, du shootest mit einer Olympus, mit welcher denn genau? Vielleicht kannst du das noch sagen. Ich habe EM1 Mark III und das 2 habe ich. Und das ist mein Arbeitstier, wenn ich die EM1 X. Das ist wenn mit dem Batteriegriff noch gerade mit drinnen. Das ist, wenn ich einfach die Aufträge habe, wo ich natürlich nicht zu Berg gehe. Oder? Mhm. Das ist schon wieder eine relativ grosse Geschichte. Jetzt für einen Micro Four Third, aber das ist einfach ein Bolide. Das ist der Gerät, sage ich einmal, an der Post. So. Das ist wirklich abartig. Und da zu zeigen, wenn ich darf. Mach, nicht? Ja, mach sicher. Unbedingt. Für die zulassen, er ist jetzt weggelaufen und kommt jetzt wieder mit einer Kamera in der Hand. Ich mache da schnell eine Übergangsmoderation. Bis er wieder da ist, er ist wieder da. Gut. Ist nicht lang gegangen. Nein. Voilà. Nimm das schnell der Aptos-Objektiv. Das ist die EM1 Mark II. Die habe ich schon recht abgewirtschaftet, sieht schon aus. Also sieht man jetzt nicht durch die Auflösung von der Webcam. Aber genau, nein, aber es ist wirklich so ein kleines Handgrösse, ja. Genau, und das kann ich mir da, kann man so einen Clip, das kann ich mir jetzt wirklich da drin von Peak klicken. Design. Genau. Ja, genau. Peak Design habe ich dabei, das ist wirklich killer. Jetzt habe ich das 300er drauf, das kann ich mir da dranhängen. Ja, genau. Und kann so rumfahren, ich meine. Ist lustig, ich habe es auch viel am Rucksack-Strap, habe ich genau auch das Click-Ding von Peak Design und habe es eigentlich in der Ferien immer dort dran. Genau. Und kannst es draufnehmen, fetteln. Und das ist mir eigentlich ein Daily-Business. Es ist eben noch lustig, wir haben auch vor ein paar, mittlerweile 2 Jahren auch umgestellt. Vorher haben wir auch, also wir filmen immer noch mit den Canon Cinema Cameras. Du siehst sie ganz knapp, sind da eine? Ja. Ja. Und haben auch mit Canon fotografiert, haben halt 5D Mark II und Mark III, beides Vollformatkameras, genau gross, grosse Objektiv. Und irgendwann haben wir gemerkt, zum Filmen super, weil dann hast du eh die grosse Cam dabei, dann kommt es nicht darauf an, wie gross jetzt das Objektiv auch noch ist. Aber zum unterwegs sein, ist das einfach irgendwie zu viel. Eben gerade wenn man geht reisen in Indonesien oder in Indien, wollte ich nicht den ganzen Tag mit so einer riesen Cam und einem riesen Objektiv rumlaufen. Und dann haben wir eigentlich all unsere Canon-Fotoapparate verkauft und sind umgestiegen auf Fuji. Und jetzt haben wir auch Fuji-Film, XT3, da. Ja. Und sind APS-C
Sensoren, also auch wieder ein bisschen kleiner. Und wir haben die XT3 und die XT20 und die XT20 ist jetzt gerade nicht da. Der Jonas hat sie heimgenommen, aber die ist wirklich so klein. Ich habe als 27mm Pancake-Objektiv, das irgendwie so dünn ist. Und ich kann sie in den Hosensack nehmen. Genau. Ja, und das hast du sie einfach immer dabei. Und wir haben ich habe schon richtig viele coole Fotos gemacht, wo ich nicht gemacht habe, wenn ich noch 5D hatte mit dem grossen Objektiv, weil ich sie schlichtweg nicht dabei hatte. Und wie du sagst, schlussendlich ist die beste Cam, die du dabei hast. Und ich habe wirklich viele coole Fotos gemacht, weil ich eine Cam dabei hatte. Und ob jetzt die in Vollformat hat oder nicht, ist eigentlich in dem Moment irrelevant, weil hauptsächlich habe sie überhaupt dabei. Ja, das kommt auch darauf an. Weißt, mit dem, wenn sie sagen, man kann es posten nachher und blablabla, ausdrucken und so. Wenn das Bild scharf ist, kannst du es aufziehen, blasen, wie die Welt, weil sie hast ja sicher schon gesehen, was da die iPhone-Werbungen die Fotos gemacht haben an der grossen Wand irgendwo, mit dem iPhone gefüttert. Und das Coole war auch, als ich mal gesehen habe, da haben sie, logisch eben, das mit dem Licht, da müssen wir nicht darüber diskutieren, das dunkel wird, kostet viel Geld, das wissen wir. Aber der Rest, die haben mal so auch Prints halt printed. Weiß nicht genau, welche Größe, aber schon irgendein Meter, irgendetwas. Und dann hat sie reingelegt, dann haben sie Fotografen sagen, welches das Vollformat und welches das Micro Four Third Print sind. Du weißt keine Sau, findest du nicht raus. Oder? Also weißt du, das ist so ein bisschen. Ich finde es schon cool, wenn du noch etwas kannst rausholen aus dem Bild und wirklich krass. Auf jeden Fall, das ist ohne Zweifel. Ich habe ein paar Sachen angeschaut, aber eben, das ist jedem sein Ding. Für mich ist es ganz klar, ich habe auch schon überlegt, weil jetzt die ganze Welt auf Vollformat zäckelt und wirklich von jenes Fotografen, wo du Tutorials gesehen hast, wo sie auf YouTube rausgelassen haben, wieso das er wechselt und du denkst so, aber mir ist eben, zwei, drei Mal überlegt und gesagt, shit, ich muss, wenn ich die Objektive dran geschaut habe, dann habe ich gesagt, hey, keine Frage. Das ist für mich einfach noch definitiv kein Thema. Solange ich so war, dabei habe und unterwegs bin. Genau. Jetzt noch schnell wir sind eigentlich bei deinem Stil. Abgeschweift. Ja. Einfach für die Leute, die dich nicht kennen, wenn wir bei dir auf Instagram gehen, schauen, dann sind es ausser ich habe nicht genug lang runtergescrollt. Genau, da unten sind ein paar Farbige. Outdoor, Schnee, ja. Schwarz-Weiß. Genau, wenn du noch ein bisschen weiter runter gehst, wird es auch Outdoor bleiben, aber ohne Schnee. Einfach im Sommer, natürlich, genau. An den Bergen. Ja. Genau, und wirklich draussen. Street Photography, was ja auch rechts ein Ding ist. So Städte-Sachen findet man bei dir eigentlich eher weniger. Bis gar genau, nicht. Also ich habe ein Bild getroffen, wo einer so macht, aus dem Fenster. Was nicht das gesehen hast. Das habe ich nie gesehen. Das ist Lissabon. Das ist einer der Top Shots. Da haben wir auch auf einem T-Shirt bei uns bei NIM den Sommer gehabt. Ah, das sehe ich gerade, ja. Genau. Dann werde ich wieder runterscrollen. Das ist einer der Top Shots, den ich auch super cool finde. Nein, ich kann natürlich schon. Es interessiert mich auch. Also, alle Sport. Ich darf unsere eigenen Kleider fotografieren, Fashion. Wo wir am Bali sind, im Sommer, wenn es geht, und dort Shooting halt schon dort zweimal dürfen machen, dann wir möchten noch Surfcamps, wo wir gehen auf Portugal leben, dort ist schon das Bild passiert. Und dort habe ich die Kamera auch die ganze Zeit dabei. Das habe ich dokumentiere die Woche. Und da gibt es natürlich schon auch, wenn ich durch Lissabon durchlaufe, der Flash ist mir schon auch dort etwas können, zu probieren und zu machen. Aber ich habe einfach herausgefunden, dass also jetzt zum Beispiel beim Instagram bin ich einfach auf dieser Schiene geblieben, weil ich das Gefühl hatte, also ab und zu tut man leise zwischen dir schneien, so ein bisschen anderer Stil oder irgendetwas, was passiert ist. Aber dort wollte ich eigentlich dem Ganzen recht clean bleiben. Und auf der Webseite, die habe ich jetzt mal so ein bisschen wieder auf von neu aufgebaut. Das ist eigentlich die Instagram Style drin, schwarz-weiß. Das ist mein Haupt... das flasht mich extrem. Und habe aber neu jetzt auch eine farbige Seite von mir zeigen. weil ich da viele Aufträge noch habe, wo ich natürlich nicht alles schwarz-weiß kann liefern. Genau, das war aber meine nächste Frage. Die Fotos finde ich alle hure cool, aber wo kommt der Kohle rein?
Du bist hier! Warte schon, es ist gerade der Urinenplatz. Sorry. Mach gar nichts. Yes, pardon. Kessli. Was hast du gefragt? Weißt du, welche Aufträge geben das Geld? Oder wie kommst du zu deinem Einkommen? Genau. Schlussendlich. Jawohl, aber wir machen nicht einfach so ein Landschaftsviertel von seinem Stil und kann dann sagen, es funktioniert. Mhm. Ganz am Anfang ist es natürlich. Aber es ist vielleicht gut, dass die wissen, dass 50% Blödsinn ist, was du ihnen erzählst. Das ist gut. Nein, Kerli. Noch ein Plagen. Das liebt er. Mach jetzt zu. Genau. Pardon. Mach nicht. Yes. Genau. Ich meine, ich bin ja nicht. Aber ich mache es wirklich noch nicht so lange. Ich glaube, es sind etwa 4 Jahre, wo ich angefangen habe, ganz selber mal einfach eine Kamera kaufen. Das ist natürlich schon eine verrückte Geschichte hinter so ein bisschen. Ich muss natürlich schon sagen, am Anfang fährst du nicht an, kommst du einfach Aufträge über. Das ist schon mal das eine. Logisch, eben, wir es selber mal können machen, wir haben es auch verteilen. Und dann hast du halt hier im Umfeld mal ein bisschen geschaut. Eine Kollegin aus Fee hat ein Restaurant aufgemacht. Dann bist du dem gehen, essen, föteln. Und Träumlichkeiten für etwas als Beispiel, oder? Und so ist es mal losgegangen. Und nachher ist natürlich, was bei mir so ein Ausschlag war, ist noch, ich hatte einen schweren Surfunfall gehabt. Dazumal. Also, das ist vor 3 Jahren her jetzt. Und nachher bin ich im Spital gelegen, habe aber schon relativ viele Fotos gehabt, weil das hat mich eben schon richtig geflasht und ich habe das auch ablegen. Und ich war halt auch viel draussen, da ist schon richtig etwas zusammengekommen. Und dann bin ich in dem Spital und ich hatte Zeit gehabt. Und dann wusste ich, dass ich mir so komme, ich mache mir ein kleines Budget und ich mache so eine Fotoausstellungstour. Es hat auch schon ein bisschen angefangen zu ziehen, weißt, mit Social Media und so. Aber ich habe noch nie etwas printen gehabt. Oder? Und nachher habe ich da etwas zusammengestiefelt und habe eine Ausstellungstour gemacht, eigentlich sogar. Also ich war sogar zu Luzern in der Metzgerhalle. Einfach für einen Abend. Für einen Abend habe ich es gemacht. Ja. Hat ich wahrscheinlich verpasst. So, genau, es ist so ein bisschen Boom, Boom. Ja. Oder? Ich habe so die Idee gehabt, einmal bin ich in Fee, einmal bin ich jetzt in Brixi, einmal in Luzern und wo bin ich noch gewesen? Shit. Ja, weiss nicht einmal mehr. Pardon. Mhm. Und ich habe einfach von mir aus gesagt, und habe noch eine Zeitung dazu gemacht, das finde ich auch noch cool, ich noch so, jetzt habe ich schon 3 gemacht, so Zeitungen, immer auf Zeitungspapier, schwarz-weiss. Da habe ich so eine Fotoausstellung, noch so ein Mail gemacht und die habe ich natürlich auch verteilt, zum Teil ein bisschen verkauft für den 20er. Aber das war also so ein erstes Portfolio gewesen, wieso, oder? Du hast das, wenn du irgendwann bist, hast du mal das gezeigt. Und nachher, das war schon etwas gewesen, wo die einen vielleicht gesagt haben, jetzt hat er das Gefühl, jetzt ist ein Fotograf. Mhm. Weil das bin ich. Wenn bist du Fotograf, wenn du das nicht gelernt hast, oder weißt du? Dann, wenn du es sagst, sage ich alle. Ja, aber willst du es dir schon sagen, oder? Weißt, ja, das ist also, die andere Frage. Das Gefühl, so, mach einfach mal. Und das hat aber ein extrem gutes Feedback gegeben von mir, als natürlich irgendwie so, was ist jetzt los mit ihm, sondern hure cool. Und dann hast du auch ein paar Bilder verkauft und hast gewusst, okay, cool, da sieht man etwas. Und dann ist etwas passiert, als ich hier die Ausstellung gemacht habe, da ist jemand gekommen vom Weltnaturforum, wo es dort zu Altersennen ist. Und auch zu mir und sagt so, du, nächsten Sommer machen wir 3 Monate eine Ausstellung mit dir, bist du dabei? Da ist so da gestanden. What? Budget, tipptopp, machen wir. Da ich so, shit, das darf nicht wahr sein. Also, da ist geil, super cool. Der hat es super geflasht, haben wir das Budget zusammen gestiefelt. Und dann ist natürlich noch mal eins weiter. Und dann sind Events gsi auch, wo halt die Leute langsam herausgefunden haben, hey, der macht Fotos. Der hat Fashion One Day mit dem Blitz testen und dann geht er raus. Er hat seine Surfcamps gefotet, hat immer nur coole Fotos, kommen Feedbacks. Dann kennst schon die Leute, oder? Mhm. Und jetzt muss ich sagen, gut, es ist nicht grad, ich glaube, in Luzern gäbe es etwa noch ein bisschen mehr. Hier in Brigg ist jetzt nicht gerade so über. Es gibt schon ein paar, aber nachher wird halt gefragt, ja, Fippi, kommst du? Und dann gehst du halt mal. Und dann fährst du so langsam ein bisschen davon. Dann hast du wieder einen Auftrag gehabt. Es ist zwar ein kleiner, aber. Oder ein kleiner, es ist einfach einer. Und dann kommt aber wieder ein Feedback auf den. Mhm. Und mich hat es dann gleich wieder gereizt, was kann ich rausholen? Okay, es ist ein Tanzfest, das Beispiel, hier, Brigg Natters.
sie haben mich gefragt, okay, wir sind mit diesen ganzen Tanzgruppen durch die City gelaufen. Und nachher flasht es mich auch, kommt auch so eine Idee rein, shit, was könnte ich noch machen? Ah ja, genau, da und da, da bin ich voller Elan. Auch dort schon dahinter. Und dann fühlt es mich einfach wirklich flasht. Und dann ist das immer so ein bisschen weitergegangen. Und dann ist halt noch eben die andere Ausstellung dann nochmal gekommen. Also die ist die gross, wo ich dann auch wirklich so Gallery-Style Bilder aufziehen durfte, weil ich das Budget hatte. Das konnte ich natürlich bei der ersten nicht können. Und dann ist dann langsam so das erste Mal so geschnallt, shit, jetzt habe ich da Vernissage, nachher hast du gesehen, wie viele Leute das da sind. Und nachher dachte ich, okay. Also dann bist du richtig so nervös, oder? Und dann hast du noch Speak und dann läuft das 3 Monate und bist mit den Leuten so ein bisschen da oben und sind auch mit zwei. Und dann ist es... Dann haben wir eine Finissage mit Liveband und dann kommen wieder 200, 250 Leute. Dann merkst du einfach so, shit, super cool, oder? Also, das, was mir flasht, darf ich den Leuten zeigen und sie hören dir wirklich zu. Wenn du über die Bilder redest mit ihnen und sind interessiert. Und dann. Aber hast du zu dieser Zeit, weißt du, dann kommt ja noch nicht genug rein, dass du ein Einkommen hast. Hast du dann nebenbei noch etwas anderes geschafft, oder? Also musst du fassen, oder? Ja, genau. Also wir haben ja eben nicht mehr noch den Kleiderbrand, aber das ist natürlich auch, das ist auch auf sehr, sehr kleinen Flammen. Ich muss das vielleicht nochmal ausholen. Wo mich der Juri, also wo ich dazu mal ins Wallis dann fix gekommen bin, das ist eben mein Geschäftspartner, der hat mir das, also er war schon immer so ein Lebenskünstler gewesen auch. Und er war ja nicht der, mit dem ich nicht mehr angefangen habe. Er hat mal ein Praktikum gemacht. Ein Fake-Praktikum, dazu mal. Und ist dann in unsere Bude reingeraten und ist dann relativ schnell mal der Chef gewesen. Nein, mit mir zusammen. Weil der andere ist ausgewandert, mit dem ich angefangen habe. Und er hat eben schon immer so eine Lebensart gehabt. Er hat nie viel gebraucht und hat sich immer so ein bisschen durchs Leben geschlängelt. Und er ist halt, das hat mich immer fasziniert, wie er das konnte, weil ich bin voll in dem Bützner-Trott drin gewesen. Also Trott, nicht coole Zeit, nicht etwa, aber einfach, er war wieder mal ein bisschen da, wieder hier, dann hat er wieder etwas, also er hat natürlich dort noch studiert und dann ist sowieso ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und er hat dann einfach gesagt, hey Fippi, komm dazu mal, wenn ich zurückgehe, komm ins Wallis, ich schaffe das, weiss ich genau noch, wegen dem Brand. Wir schauen dort, wir tun doch ein bisschen mal an. Und wir haben dort eigentlich, der Brand ist ja gerade wieder so neu aufgefahren gewesen, eben, weil wir müssen das Ganze neu strukturieren. Und dann, ich weiß noch, ich bin da reingehockt, ich habe nichts zu tun gehabt. Ich habe Blut geschwitzt. Kann ich das Zeug zahlen? Wie geht es weiter? Ich bin einmal in der Woche, glaube ich, auf so ein Fee DJ machen für 300 Stutz, damit That's ich etwas habe. Yeah. Einfach so geschaut, beim Bruder und beim Schwager in der Revision, FOMOs zusammen, die Zeit, einfach halt von Pontius zu Pilatus ein bisschen gehen. Ein bisschen Chaplin machen und tun. Und das ist schon eine crazy Zeit. Das ist immer noch, also jetzt, ja, es ist schon ein bisschen safer, logisch. Aber dort ist natürlich schon echt crazy gewesen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wenn du es so probierst, dann probierst du es eh gar nie. Also ja, es ist natürlich schon crazy, schön meine Jungs um mich herum. Jetzt setzen wir da Dinge. Meine Jungs um mich herum zu Luzern, gell? Studiert, Big Business, gute Zapfen. Safe eigentlich, logisch. Also, das ist ja nicht böse, wenn wir uns sehen, tun wir voneinander. Oder auch wenn ich andere Leute habe, bin ich ja immer so, wow, shit, du sicher bist gesattelt. Du. Das ist auch, ich schaue ihn dann auch so ein bisschen an, okay, der hat jetzt sein Zeug, der sicher ist safe. Und ich so, er schaut dann zu mir und sagt, shit, du sicher bist die ganze Zeit im Schnee, kannst dein Leben leben. Aber natürlich sonst grundsätzlich recht. Bescheiden. Ja. Genau. Nein, also das ist sicher ein grosses Ding, dass man halt einfach hier im Wallis grundsätzlich schon mal auf Flammen viel tiefer behalten kann, als mit Mieten, mit dem ganzen Unterhalt, den du brauchst. Ist das schlussendlich auch der Grund, warum du ins Wallis bist? Oder ist es dein Kollege, also der Geschäftspartner, der dich ins Wallis geholt hat? Oder was war ausschlaggebend, dass du überhaupt ins Wallis bist als Luzerner? Das war definitiv der Juri, der schlussendlich, dass ich fix gekommen bin. Ich war vorher schon immer ein bisschen im Wallis. Ich habe auch mal 1,5 Jahre noch als Fee gearbeitet. Also ich habe Wallis schon gekannt. Und durch ihn natürlich dann auch immer so wochenendsmässig oder mal ein paar Tage. Aber schon seit 10 Jahren
auf dem Snowboard. Mhm. Und Berg hat mich schon immer rausgezogen. Ich bin auch nicht so ein, wie soll ich sagen? Ich kann nicht sagen, ich sei also kein Fasnächtler. Nein, ich bin kein Fasnächtler in Luzern. Oder? Mhm. Entweder bist du Fasnächtler, gehst du jedes Wochenende an Guckerfest. Oder bist du im Schnee. Ich habe mir so gesagt, dass die Leute haben so gewusst, Luzern, wir haben das ganze Jahr ab und zu mal Fasnacht gemacht, am Wochenende, wenn wir eine Party geschmissen haben. Mhm. Dann haben wir das so verteilt. Also nicht, dass wir nicht auch crazy gewesen sind. Und Berge haben mich immer fasziniert. Und das Lustige war, als ich dort reingekommen bin, war ich ja noch nicht gerade der Bergler, wo ich jetzt bin. Also überhaupt nicht. Ich war einfach ein Snowboarder, der ein bisschen neben Pisten ist. Aber sobald du einen Stock höher drauf hast, was wir hier haben, weil wir recht viele 4000er haben, ist der Respekt so ein bisschen, oh shit, oder? Das ist nicht, also nicht böse gemeint gegen die Melchse oder Stoss, aber es ist halt wirklich alt, wenn du hier gehst, fahren und mal ein bisschen in die Welt raus schaust von den Höger, dann sagst du so, okay, shit, das ist eine andere Liga hier. Mhm. Und dann durfte ich das aber dürfen, eben mit Juri zusammen und mit den Leuten, die ich halt hier alles dürfen erkunden und können lernen. Und auch dort, dazumal habe ich noch einen Snowboard-Unfall gehabt, also einer von den letzten jetzt gerade momentan. Momentan. Ja, nein, pardon. Eigentlich wollte ich keinen. Ich bin wirklich genug unter dem Messer gelegen. Mhm. Aber dort habe ich nichts kaputt gemacht und dort habe ich auch gerade so ein. Ich habe dann, wo ich das wieder aufgebaut habe, gegen Frühling rein, dort, bin ich noch ins Berg gegangen, wandern. Mhm. Also ich habe mir noch einen Hund zu tun. Das hat mich dann auch gedacht. Und das beides zusammen, da habe ich auf einmal im Sommer auch, hat es mich angefangen. Und nachher, wenn ich gewusst habe, wenn ich das im Sommer so machen kann, Zeug erkunden, ich will im Winter auf Touren. Und dann ist das Splitboard gekommen. Und jetzt habe ich wirklich mit Juri halt die letzten paar Jahre extrem viele Sachen erleben. Also wirklich crazy eigentlich, was wir da erkunden und bei uns in Rucksäcke packen, die ganze Erlebnis. Mhm. Genau. Magst du noch, also du hast ja gesagt, du hast halt immer schon viel fotografiert, auch bevor du dann Fotograf gewesen bist. Magst du noch erinnern, wann hat das angefangen, die Faszination fürs Fotografieren? Und mit was hast du denn fotografiert? Ja, genau, das habe ich auch gesagt. Also ich habe ja so ein bisschen, also das Vorbild ist der Silvano Zeiter, das ist schon Walliser, das ist so der Snowboard-Fotograf. Ich mache jetzt aber auch wirklich ganz viele andere Sachen. Für den Schweizer Tourismus und so. Und einfach sein Stil hat mir schon immer gefallen. Und mit ihm habe ich natürlich zu tun gehabt, weil er auch hier ein Kollege ist. Und jetzt aber in Zürich wohnt schon seit Längerem und wir sehen ihn nicht mehr so viel. Und er hat dann auch bei uns eben mal eine Kollektion gefotet mit den Models und so. Und das hat mich immer fasziniert. Was holt er raus? Und ich habe die Bilder eben nachher, ich habe nachher den Katalog gemacht, habe die Bilder gesehen. Das hat mich dann schon mal so ein bisschen kribbelt. Und ich weiss genau, beim letzten Mal habe ich die Kamera schon ein bisschen dabei gehabt und ich habe... so easy. Im Wallis haben wir das Obey. Nicht das eBay, sondern das Obey. Das ist Oberwalliser einfach eBay. Heisst Obey, heisst das. Und dort tun die Leute... also es läuft gleich ihre Sachen drin. Und da findest du einmal so Zückerli, die du wirklich durchdrehst. Die könntest direkt kaufen und könntest etwa für das zwei- oder dreifache im normalen Ricardo oder wo sie ist. Weil sie haben einfach da, das ist das eigentliche Tal. Das ist Wallis, das weißt du durch. Und da weiss ich genau noch, das ist ein Nikon V1, glaube ich, oder V2 hätte ich geheissen. Mit dem Objektiv, also in Systemkamera, APS-C, glaube ich. Drinnen für irgendwie 700 Stutz. Und das Objektiv allein wäre sehr gefunden. Das war ein Brand New. Ich bin es nachher anschauen. Und das war die Kioskfrau von Fischb, Bahnhof. Ich habe bei der vorbei müssen, die hat mir das Zeug gezeigt. Und dann habe ich dort mal irgendwie wahrscheinlich ein paar Mal DJ gemacht, ein bisschen Geld auf der Seite gehabt. Das gebe ich mir jetzt. Das ist langsam. Ich habe mir natürlich nie Sachen gegönnt, oder? Das ist auch nicht Ding gelegen. Aber das haben wir auch nicht. Das brauchen. Das habe ich auch nicht gebraucht. Und dann habe ich mir das aber gegönnt. Die 700 Stutz, glaube ich, habe ich gezahlt. Und dann natürlich irgendwie ein bisschen gelacht, das habe ich. Gesundheit. Sorry. Danke. Weil das Objektiv ja schon so teuer wäre. Und da habe ich doch ein bisschen rumgepröbeln. Und das war die erste. Gewesen. Das weiss ich noch. Die habe ich aber verkauft. Weil ich hatte nachher einen Canon. Shit, wie hat die geheissen? Auch ein System. Shit, ich weiss nicht mal mehr. Irgendwas.
Nein, wie heisst sich die schon wieder? Ich weiss gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich auf Canon gewechselt. Mhm. Jetzt habe ich noch das, ich hatte gerade das Gefühl, die ist definitiv dann schon eins besser gewesen. Und, aber auch das System. Und dann habe ich dort Occasion so Tamron-Objektiv gekauft, weisst du mal, ein Adapter. Mhm. Und also, dort habe ich so ein Gewehr gehabt, so ein Tele. Mhm. Aber das hat natürlich nichts gekostet. Und bin wieder gegangen und habe es wieder einfach nur umgehangen gehabt die ganze Zeit. Und dann ist es losgegangen, eigentlich so ein bisschen die ersten Feedbacks, also nein, mehrmals, wo dann mich die Leute gefragt haben, hey shit, was hast du für eine Kamera? Und wenn ich denen das gesagt habe, hätte ich mir das gar nicht geglaubt. Und dann habe ich gewusst, geil. Da ist Potenzial rum, ja. Ja, das ist einfach auch, das hat mich auf der Flasche, dass die Leute eigentlich das Gefühl haben, ich habe viel bessere Kamera. Oder viel härteres Zeug. Und ich habe gefunden, shit, du musst gar nicht das böse Zeug haben, um den Leuten, oder? Mhm. Und dann ist das nachher mit Metalypus passiert, genau. Mhm. Das ist dann, denke ich, die Abstufung. Wir haben ja schon lange eigentlich den Wunsch, dass uns das Gleiche passiert mit Fujifilm, wie dort passiert ist mit Olympus. Was müssen wir machen, dass die auf uns aufmerksam werden und uns Sachen geben mit einem Budget dazu? Du musst einfach Schweine haben. Ich kann es nicht anders sagen. Nein, ist wirklich, ich schätze das auch extrem. Das wissen Sie, glaube auch. Das weiß auch der Kollege, aber der Dino, der mir das dann dazu mal so aufgelesen hat. Ja, es ist wirklich 3-2-1 gegangen. Ich weiß nicht, was er denen erzählt hat. Mhm. Er hat auch gesagt, der Kerl ist nicht ganz putzt, der Stoss, der hat die ganze Kamera um den Hals gehangen. Und es ist natürlich schon auch ihres. Sie finden das natürlich, also wenn ich mit jemandem unterwegs bin, meine, die finden das geilste, ich die ganze Zeit das Zeug posten. Ich muss nicht. Ich will einfach mal zeigen. Die Kamera, die hat im Fall, die erlebt Zeug. Das kannst du nicht studieren. Eigentlich. Mhm. Dann würde jeder sagen, hey, geht's eigentlich noch? Was machst du mit dieser Kamera? Mhm. Sagen, Alter, das ist genau das, was die will. Böse gesagt, nein, das ist natürlich cool, wenn sie sehen, dass jemand genau da ein bisschen das Limit kützelt die ganze Zeit. Und der Kerl läuft immer noch. Also, das ist wirklich ist brutal. Das Ding ist ja weather sealed, aber ich kann mit dem schon hier. Da würdest du durchdrehen, das ist schon erlebt. Aber das ist ja geil, oder? Ja, natürlich. Das bläst mich cool. Voll. Genau. Wir haben ja eigentlich den Podcast mal angefangen mit dem Ziel, dass Leute, die auch wo irgendeine Leidenschaft haben, aber dann ist halt vielleicht auch noch, dass der fixe Lohn Ende Monat halt doch auch verlockend. Und du sagst ja auch, es ist auch am Anfang, oder es ist auch immer auch ein bisschen ein Gamble und ein Struggle, oder? Definitiv. Was gibst du einen Tipp mit jemandem, der auch einfach noch so das Ding braucht, um vielleicht doch auch noch wagen? Ja, also ich habe recht viel um mich herum, wo ich immer wieder sage, hey, weißt du, wo mich dann fragt, ich mache im Fall das und das, ich weiß noch nicht genau, das soll ich und soll ich nicht, sage, hey, hau rein, probier's. Also logisch tun sie es viel einfacher, als wenn der Fippi sagt, probier den Shit und hau die mal raus. Ich glaube, dass jeder selber ein bisschen spürt, wenn er mal anfängt, zieht das ein bisschen. Oder? Ich meine, ich habe ja auch nicht gerade einfach, es hat ja eine Zeit gebraucht und ich habe meine anderen Sachen gemacht, dass etwas reinkommt. Man muss sicher bei vielen Sachen zurückstecken, extrem mal, und dann kann man es aber probieren. Aber man bekommt ja auch extrem viel anders dafür nachher darüber. Mit dieser ganzen Freiheit und dieser Zufriedenheit, wo man dann weitergehen kann, wenn es ein bisschen zieht. Aber ich glaube, wichtig ist, wenn du dein Hobby oder das, was du machst, so machst, dass du nachher du machst es so zuerst immer nebenbei und probierst vielleicht deine Spezialität herauszufinden. Ich bin mit mehr den Bergen, habe ich das Gefühl. Ein anderer wäre mehr der City. Und dann merkst du vielleicht das Feedback draussen von den Leuten, von den Freunden. Du wirst wahrgenommen. Du darfst vielleicht eine Hochzeit fördern. Das habe ich zum Beispiel auch noch recht viel gemacht am Anfang. Ich habe sie einfach mitgenommen, habe einen Kollegen gefragt. Sie haben zwar schon einen Fotograf gehabt und haben gesagt, darf ich die Kamera mitnehmen? Und nachher sind dort auch immer hohe coole Feedbacks gekommen. Das war auch wieder cool gewesen. Und nachher auf einmal bist du der Hochzeitfotograf gewesen. Bei mir war es das Gleiche mit dem Filmen. Ich habe auch
ein paar Kollegen quasi fast ein bisschen aufgezwungen, sich kommen filmen am Hochzeit. Also ich einfach die Kamera mitnehmen, wenn ja, ich eh schon eingeladen bin. Ja, und dann genau, habe ich den Film gemacht und dann ist es halt cool gewesen. Nein, dann ist sicher halt auch wichtig, aber was sind Möglichkeiten, was brauchst du grundsätzlich im Leben? Und wenn dann merkst, dass, also eigentlich, ich habe ja dann mal eine Zeit lang herausgefunden, dass du eigentlich mit extrem wenig durchkommst. Das ist so gewesen, wenn du in den Ausgang bist und so ein 20er-Nötchen in den Hosensack gesteckt hast und gesagt, das muss heute länger. Ja, das war so. Oder? Schon crazy. Und vorher, als ich geschafft habe, der letzte Job, den ich auf Vollgas geschafft habe, war ich eigentlich im Aussendienst. Oder das Auto zahlt, Telefon, Spesen, guten Zapfen. Hey, ich bin am Wochenende im Ausgang. Da dazugehört, bin natürlich dort noch Party-Nase hoch 10 gewesen. Dort hat es einfach, da habe ich 500 Stutz ausgegeben. Dann bist du ein paar Flaschen geholt. Ja, das hat sich natürlich nachher rapid geändert. Noch kann ich aber schon mal sagen, es funktioniert ja. Weil zwei, drei haben ja gleich auch eins gezahlt, wo dann so unterwegs sind oder weiss auch nicht wie. Also Sachen, also es fängt irgendwo an. Und wenn man es eben nicht hat oder schaut, dass man gerade das hat, was man braucht, dann tut man das andere schon auf die Seite legen und schauen, dass es geht. Wenn es wirklich willst, probieren. Aber ich habe wirklich das Gefühl, wir leben in der Schweiz, wenn du auf die Schnauze gehst, sterben werden wir nicht und du hast von allen Seiten kann dir sicher jemand helfen oder Familie. Das sage ich auch immer. Ich sage auch immer, wer, wenn nicht wir in der Schweiz, die eigentlich so ein gutes Auffangbecken haben, ein Auffangnetz haben. Ich glaube, es muss schon so ziemlich dumm laufen, dass du das verlumpst. Genau. Also nicht, dass jetzt alle das alle machen, logisch, nein. Nein, du musst es fühlen, das ist klar, aber... Genau, aber das wird auch nie so sein, aber es wird immer die geben, die es dann irgendwie ein bisschen streut. Und ich habe... Ja, es waren einfach die Umstände mit den Leuten, die ich um mich herum habe. Also mit dem Juri. Ich meine, er war einfach der Vagabond für mich. Und so ein bisschen, wow, wie kann das funktionieren oder wie macht er das? Und das hat mich, das hat mich inspiriert, um mich auch mal... Oder zu sagen, ja, ich komme ins Wallis. Mal büzen, ich weiß auch noch nicht was, aber ja, mal schauen. Das ist eigentlich schon auch krass, oder? Ja. Wenn ich zurückdenke, aber jetzt, wenn ich zurückdenke, shit, was wir alles erreicht haben oder ich jetzt machen darf und wir zufrieden sind auf eine Art. Ich bin auch nicht safe, oder? Aber ich weiss, es geht weiter. Und ich habe zum Beispiel die letzten paar Mal immer so gesagt, weil ich eben noch nicht nachher bin mit der Webseite jetzt bei mir. Weil ich das ganze Portfolio nicht drauf habe, sondern eher alles, was mir flasht. Da dachte ich, müssen wir machen, müssen wir mit den E-Mails sammeln. Und dann habe ich das Gefühl, shit, ich habe noch keinen Auftrag von 21. Und jetzt, zwei, drei Wochen später, habe ich eigentlich das Gefühl, es ist tipptopp wieder. Es ist unglaublich. Speziell, wir haben auch ein bisschen Angst gehabt. Also, das letzte Jahr ist super gelaufen für uns. Wir haben gedacht, merkt man jetzt irgendwie nicht so Corona zum Beispiel. Jetzt haben wir dann plötzlich gemerkt, shit, im 21 haben wir eigentlich gar nicht so viel. Wir haben so viel geschafft jetzt noch im 20, dass wir uns gar nicht ums 21 gekümmert haben. Jetzt haben wir Anfangsjahr schon gedacht gehabt, mal schauen. Und dann innerhalb von einer Woche plötzlich so können wir wieder die Aufträge und es ist wieder safe bis im März. Und dann schaust du halt dann wieder weiter. Ja, genau. Same here. Cool. Also, ja. Ziel, das gehört sicher dazu. Das ist auch die Unsicherheit, ja. Mit der Freiheit kommt halt auch die Unsicherheit. Das ist klar. Ja. Du kannst nicht einfach das Gefühl haben, dass es jedes Monat jetzt sehr viel aufs Konto kommt, wie du gewöhnt bist. Was ist dein grosses Fotografenziel? Das heißt, das Foto, das muss noch in mein Portfolio, bevor ich aufhöre. Das ist noch lustig, kann das so nicht sagen. Also weißt du, das Foto? Wenn ich am Ende reinschaue, wenn ich zurückkomme von diesen emotionengeladenen Tagen, wo ich erleben kann, dass du irgendwo allein den ganzen Tag am Laufen bist oder nachher darfst du die Abfahrt geniessen, dann gibt es so ein paar Bilder, die ich gar nicht erwartet habe durch den Sucher, weil der einfach so klein ist. Oder? Zum Teil hast du schon das Gefühl, mal hat ein paar Top-Shots drin wahrscheinlich. Und dann schaust du daheim an und dann haust du von den Socken bis so zwei drin. Aber es passiert ja nicht jedes Mal. Aber ich weiß ganz genau, es gibt so ein Kistchen, wo ich genau weiss, im Winter, es gibt ein paar von diesen Shots. Und die kann ich dort rein tun. Und das ist das, was mir momentan extrem flasht. Und wenn ich darf, also beim Fotografieren momentan, eben, wenn ich die Aufträge bekomme, wo ich ja, das sind auch verschiedene Sachen. Es ist nicht nur Bergzeug, oder? Und das flasht mir aber auch, wenn mir die Leute das Vertrauen geben, hey, mal, der Kerl, ob es ein Event ist, oder
Oder jetzt bin ich mit Mu heisse die, das ist so eine Milchvereinigung, wo wir zu den Bauern sind, fötteln. Mhm. Das hat mich so geflasht. Das ist so super, bei denen darf ich wieder gehen. So Sachen sind momentan meine, ja, wenn es weitergeht. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Viertel, auf ein Viertel warte. Mhm. Weißt du, wo ich suche. Das ist eh falsch. Das habe ich am Anfang mal gehabt, wo es so ein bisschen losgegangen ist, wo wir Magazin so gesagt haben, wo ich das erste Mal in das Arbeitsmagazin Bilder geschickt habe, zum Auswahl. Und dann haben sie ein paar genommen und dann haben sie sich nächstes Jahr so gefreut und schon geschrieben, hey, ich freue mich da schon wieder. Und ich habe so nachher gemerkt, shit. Druck. Ja. Ein Druck ist da, mhm. oder irgendetwas. Wo eigentlich, mhm. Vorher bin ich einfach raus und habe gemacht, weil sie eigentlich gar nicht wusste, dass ich irgendetwas mache. Oder? Mhm. Und das habe ich wieder auf die Seite gelegt, weil das Bild, das kannst du nicht, das musst du nicht suchen. Mhm. Das, du weißt zum Teil, also ich, wenn ich unterwegs bin, du weißt nicht, wie es hinter dieser Kuppe aussieht. Das ist gerade eines der letzten Bilder, die auf Instagram jetzt gerade ist, habe ich so ein Dörfli verwünscht. Es ist wirklich, wir haben einen Top-Tag gehabt, unglaublich, und sind dort noch hinten runtergefahren am Schluss. Und dann kommt die Alpen führen. Da bin ich aufs Dickste. Also schon mal gesehen, oh shit, wir sind von hinten zu fahren gekommen. Und dann habe ich ein Viertel gemacht. Und das ist zum Beispiel so, als ich heim nachher angeschaut und gesagt, shit, das finde ich so ein geiles Viertel von dem. Also, mir flasht das so Zeug, oder? Ja. Das ist so die Schneise mit dem Schatten noch hinten und vorne. Ja, siehst du, mit ein paar Häuschen. Genau. Ja. Und so Sachen, das ist einfach das, was mich flasht. Genau. Fotografierst du in Schwarz-Weiß oder bearbeitest du es nachher in Schwarz-Weiß? Nein, bearbeite. Ja. Ja. Was steht noch an? Wir kommen langsam ans Ende. Ah. Der Ausblick in die Zukunft. Was kommt noch? Sind Sachen geplant? Ja, ich habe ja mehrere Sachen, genau. Mhm. Mit meinem Closing bleiben wir sicher dran. Das ist ja ein Familienbusiness mit Bali, wo wir produzieren, wo sehr cool ist, dass wir das machen können mit ihnen. Das möchten wir aber auch in erster Linie hauptsächlich, dass sie sozusagen davon leben können. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Und uns flasht, dass wir konstant können, den Brand am Laufen behalten und dann können aufbauen und weiterentwickeln. Und das ist wirklich unser Herzensbaby. Das hat auch den Ausschlag ja gegeben für die ganzen Geschichten, die rundherum sonst gegangen sind. Ob jetzt Surfcamp, fotografieren, also bei mir. Wir sind ein Boot. Und ja, das flasht mich extrem. Und dann auch jetzt aus dem ganzen Konstrukt, das natürlich einfach irgendwo passiert, weil wir halt zwei Jungs sind, die einfach Gas geben und probieren, dran zu bleiben. Auch wenn es manchmal nicht so ausgeht auf Instagram. Und die ganze Gefühl, wir sind im Schnee am Fahren. Ich sage den Leuten, immer, sie sind am Arbeiten. Weil das geht nicht. Das ist ja. Jetzt übertrieben. Nein, da habe ich noch ein Projekt, wo wir jetzt gerade voll dahinter sind. Das ist für all die, die nur zuhören, er hat gerade eine Flasche von einem Getränk in die Kamera. Genau. Zusammen durch Sisi. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Das sage ich nämlich auch in den Stories. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass mich die Leute davon nachgeäffen haben mit zusammen. Wenn ich jetzt laufen komme, jetzt geheißen es zusammen. Und wir haben jetzt ein Jahr lang Miraculix gespielt. Und das Getränk ist entstanden. Mhm. Es ist aus Bergkräuter. Und es ist. Die Kräuter kommen aus der Biosphäre Entenbuch. Mhm. Es ist ein frisches Getränk mit Kohlensäure. Noch nie da gewesen. Will die Türen drehen. Nicht easy, sehr easy. Wir gehen nächste Woche die erste Testabfüllung machen. Mhm. Und aber am 1. März machen wir ein Crowdfunding, für dass wir die erste Abfüllung könnt finanzieren. Mhm. Genau. Das ist so jetzt der Stand der Dinge. Wenn ihr dazu kommt oder drüber lauft, wäre cool. Es ist unsere Geschichte wieder. Irgendetwas verpackt. Wenn geht das Funding los? Am 1. März. 1. März. Gut, der Podcast kommt noch vorher raus. Das ist super. Das heisst, wenn ihr das hört, geht mal gut. Findet man noch Infos darüber im Internet? Oder muss man sich jetzt einfach darauf verlassen, dass du sagst, es ist geil und dann muss man nachher spenden?
Nein, also, entweder könnt ihr auf zusammen.swiss schon mal schauen, es sind alle Infos drauf. Oder auf bergdrinks.ch. Mhm. Das sind die zwei Adressen, genau. Und da könnt ihr schon mal schauen, was alles drin ist. Und der Background, ich sehe da so ein bisschen, ich darf die ganze, also ich bin der Papa vom Getränk. Mhm. Auch wenn ihr auf zusammen folgt bei Instagram, dann werdet ihr sehen, dass das ich bin, der da die ganze Zeit reinführt. Auch die ganze Bildwelt eben. Und, aber wir sind gute Freunde, die das angerissen haben jetzt und sind gespannt, was man da zusammenbringen kann. Mhm. Mit dem zusammen. Genau. Cool. Mega schön. Und fotografietechnisch, denke ich, geht es auch weiter wie bisher, oder? Yes, wie gesagt, bin sicher dran, eben mit den Aufträgen, die jetzt gerade gekommen sind, das ist super cool. Das ist nicht selbstverständlich, wirklich. Ich würde ja auch sagen, das ist super cool, dass wir da weitergehen und mich entwickeln. Und habe sicher Lust, wieder mal eine Ausstellung zu machen oder vielleicht sogar mal irgendetwas mal zusammenfassen. Jetzt sind es doch schon ein paar Bilder in den letzten 5-6 Jahren, die zusammengekommen sind. Genau. Cool. Ja, wo findet man die Infos über dich und deine Kleider? Genau, also bei mir ist es vielbucher.com und die Kleider sind nnim.ch. Da müssen wir sicher noch verlinken. Genau, also die sind im Beschreib von diesem Podcast drin. Könnt ihr dort schauen und sonst am einfachsten wahrscheinlich über vielbucher und dann von dort aus weiter. Genau, wieder alles finden. Sehr cool. Sehr cool. Hey, merci, hast du dir Zeit genommen. Merci für die tollen Insights und die anregenden emotionsgeladenen Erzählungen. Man sieht dir an, dass du das voll lebst, wenn du erzählst. Das finde ich geil. Danke. Cool, dass du dabei warst. Danke auch. Danke auch allen, die zugelassen und zugeschaut haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das andere Mal wieder dabei wärt. Bis dann, eine gute Zeit. Auch dir. Gute Zeit. Und ciao zusammen. Danke, dich fast. Tschüss zusammen.